The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Weinen oder lachen? Die Ernte ist vergangen. Der Sommer ist dahin. Und uns ist keine Hilfe gekommen. Ich appelliere an die Glieder unserer Gemeinde, die Erfüllung der Zeichen der Zeit nicht zu ignorieren, die so deutlich zeigen, dass das Ende nahe ist. Ach, so viele, die sich um ihr Seelenheil nicht gekümmert haben, werden die bittere Klage ausstoßen. Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin und uns ist keine Hilfe gekommen. Dass wir doch daran denken, es ist Gerichtszeit für uns. Unser Fall schwebt noch. Jetzt ist die Zeit zum Wachen und zum Beten und um alle Nachgiebigkeit gegen sich selbst, allen Stolz, alle Selbstsucht abzutun. Die kostbaren Augenblicke, die jetzt von vielen mehr als verschwendet werden, sollten im Nachdenken und im Gebet verbracht werden. Viele von denen, die vorgeben, Gottes Gebote zu halten, folgen ihren Neigungen anstatt der Pflicht. In ihrem jetzigen Zustand sind sie des ewigen Lebens unwürdig. Diesen Sorglosen und Gleichgültigen möchte ich sagen, eure eitlen Gedanken, eure unfreundlichen Worte, eure selbstsüchtigen Taten werden im Buch des Himmels aufgezeichnet. Die Engel, die bei Belsazars götzendienerischem Gelage anwesend waren, stehen neben euch, während ihr euren Erlöser Schande bereitet. Traurig wenden sie sich ab, bekümmert darüber, dass ihr ihn von Neuem kreuzigt und ihm Schande bringt. An seinem Krönungstag wird Christus keinen als sein Eigentum anerkennen, der einen Fleck oder eine Runzel oder etwas derartiges an sich trägt. Durch seinen Freuen wird er Kronen unvergänglicher Herrlichkeit überreichen. Alle, die nicht wollten, dass er über sie herrsche, werden ihn von dem Heer der Erlösten umgeben sehen. Und jeder, von denen wird das Zeichen tragen, der Herr unserer Gerechtigkeit. Sie werden das Haupt, das einst mit Dornen gekrönt war, nun mit einem Diadem der Herrlichkeit gekrönt sehen. An jenem Tag werden die Erlösten in der Herrlichkeit des Vaters und seines Sohnes erstrahlen. Himmlische Engel werden ihre goldenen Harfen spielen und den König willkommen heißen. Und mit ihm all jene, welche die Trophäen seines Sieges sind. Menschen, die im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht worden sind. Ein Siegeslied wird erschallen und den ganzen Himmel erfüllen. Christus hat gesiegt. Er betritt die himmlischen Höfe in Begleitung seiner Erlösten. Die Zeugen dafür sind, dass seine Mission des Leidens und der Selbstaufopferung nicht vergeblich gewesen ist. The Lord is coming. Are you ready?